hallo, herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge im Lolo-Jahr. Mein Name ist Günter Lahr und ich bin der Inhaber von Lahr Carpet Creation. Unser heutiges Thema: Wohnideen vom Spezialisten. Mein heutiger Gast leitet seit 2001 von seinem Vater im Jahre 1965 gegründete Firma als Inhaber. Sie bieten vom Parkett, Laminat, Teppichboden, Tapezieren und so weiter alles rund um das behagliches Wohnen an. Herzlich willkommen, Rainer Kaufmann von Kaufmann und Schlafen aus Oberkirchen. Oberkochen. Oh, Entschuldigung. Danke. Okay. Ja, hallo. Freut mich, dass ich da bin. Ja, sehr schön, dass ich hergefunden habe bei dem Wetter. Rainer, alles wirklich, habe ich schon ein bisschen überlegt. Hoffentlich passt das alles, aber wunderbar, dass ihr hier seid. Rainer, euer Portfolio bietet ja Raumausstatter, sage ich mal, pur an. Jetzt nur kurz eine Frage eigentlich zum Raumausstatter. Macht ihr nur private? Macht ihr auch Objekte? Also seid ihr auch objekteurmäßig unterwegs? Also wenn man halt so 50-50 kann man ungefähr sagen. Also wir sind für die Privatkunden da hauptsächlich im Renovierungsbereich. Im Neubau sind wir nicht so stark vertreten. Da sind meistens entweder schlüsselfertige Bauten oder dass da andere mit reinkommen, die vom Architekten dann schon mitgebracht werden. Man hat aber auch sehr viel Objekte. Das sind wir, bei unserem Ort ist die Firma Zeiss mit einem riesengroßen Werk. Okay. Und da sind wir Hauptlieferant für Bodenbeläge und Sonnenschutz. Da machen wir eigentlich alles. Wir haben Mitarbeiter, die ständig eigentlich bei Zeiss sind. Und man hat aber auch im öffentlichen Bereich Schulen, Kindergärten, Arztpraxen. Okay. Also so quer durch, auch durch das Objekt, aber nicht die riesengroßen Objekte, sondern eher so die mittleren und kleinen Objekte. Kann aber auch mal sein, dass man mal ein paar tausend Quadratmeter legt, aber in der Regel sind, sage ich mal, so bis 1000 Quadratmeter Objekte. Mhm. Aber das, wie gesagt, aber private Bediente dann auch? Privat auch, das ist schon das Hauptstandbein, da kommen wir auch her. Okay. Und die Industriekunden, die sind dann sukzessive dazukommen. Okay, so. Und deswegen habe ich gesagt, nur mal den kurzen Raumausstatter mal anhauen, weil zwei Sachen haben mich sehr überrascht. Das war einmal, dass ihr Betten habt, ja. Und einmal, dass ihr auch Schrankwände nach Maß macht. Ja, also ich beides. Also Betten machen wir schon immer. Das hat mein Vater 1965 schon angefangen, ja. Weil früher war ja der Raumausstatter der Sattler und Tapezierer. Ja. Und als Sattler hat man eben viel alte Matratze auch wieder aufgearbeitet. Da gab es ja noch die dreiteilige Matratze. Und die hat man, wenn die schlecht oder durchgelegen waren, hat man die aufgemacht, hat das Innenleben nachgearbeitet und hat sie wieder zugenäht und hat eure Matratze das ganze Leben mehr oder weniger gehabt. Und wenn dann jemand eine neue wollte, wir haben witzigerweise aus dem ersten Jahr, wo mein Vater das Geschäft aufgemacht hat, haben wir eine Rechnung gefunden, wo er damals schon dreiteilige Matratze verkauft hat. Mhm. Also das war schon von Anfang an. Und das hat man immer so ein bisschen mitgenommen im Endeffekt und hat es dann in den letzten 20 Jahren etwas mehr gepusht. Und heute sind wir absoluter Spezialist für gesundes Schlafen. Wir haben eine staatliche Zertifizierung, die ich bin geschulter Rückenberater, staatlich zertifiziert. Und wir haben sehr viel Ahnung, was der Kunde braucht und haben dann Gott sei Dank auch die passenden Produkte, wo ich fast jeden Menschen perfekt lagern kann. Okay. Und damit relativ gut fast schon garantieren kann, dass über 90% der Menschen, die von mir auf ein Bett eingestellt waren oder das Bett auf den Mensch eingestellt wird, so muss man sagen, nach 4 Wochen keine Kreuzschmerzen mehr haben. Okay. Und das funktioniert sehr, sehr gut und die Erfolgsquote ist wirklich um die 90% und haben da ein ganz tolles Produkt von Latoflex, wo man diese Einstellungen alle vornehmen kann und von daher, da kann man die Leute am glücklichsten machen, weil wenn man nicht gut schläft, dann ist das ganze Leben nichts wert, weil dann ist man tagsüber nicht fit und dann funktioniert gar nichts und das ist was, wo die Leute auch die weiteste Anreise zu uns in Kauf nehmen. Also da haben wir wirklich das weiteste Einzugsgebiet. Das sind wir für die Raumausstattung bei weitem nicht so weit. Okay. Und da kommen die Leute bis von Stuttgart oder von Ulm zu uns, und weil sie einfach durch Mund-zu-Mund-Propaganda hauptsächlich wissen, dass sie bei uns viel Service kriegen. Wir
haben Probebetten, wo man vor dem Kauf nach Hause geliefert bekommen kann zum Ausprobieren. Oder man kann die Sache ausprobieren und kann 4 Wochen die Dinger zurückgeben, wenn es nicht funktioniert. Und ich komme 5-mal, 10-mal auch, wenn es nicht passt, zum Nachstellen, Nachjustieren. Und da kann man eben unwahrscheinlich viel einstellen. Und das ist das Tolle an diesem System und deswegen sind wir da auch so erfolgreich in dem Bereich. Was mich aber noch interessiert, Rainer, dein Vater hat es ja schon angefangen. Ich weiß nicht, wie alt du da warst. Oder wie hast du das mitgekriegt, dass da einfach ein Bedarf auf dem Markt da ist? Wie war das? Irgendwas hat euch ja überzeugt und sagt, ja, das ist genau der richtige Weg, auch als Raumausstatter, nicht nur tapezieren oder Boden legen. Also mein Vater hat Raumausstatter, Sattler und Tapezierer gelernt und hat dann irgendwann, war die Tante von meiner Mutter, die haben in Bonn ein Geschäft gehabt und die hat gesagt, Manfred, wenn du was machen willst, dann musst du selber ein Geschäft anfangen. Wenn du irgendwo angestellt bist, da kommst du auf keinen grünen Zweig. Okay. Und dann haben sie im alten Bauernhaus von meinem Opa, haben sie hinten einen Anbau dran gemacht und haben dort das Geschäft angefangen. Also angefangen hat eigentlich in Aalen bei meiner Oma, also bei meinem Vater seiner Mutter, in der Garage. Und dann haben sie in Oberkoch ein Jahr später den Anbau dran gemacht, mit ungefähr 100 Quadratmeter hinter einen Laden einbaut. Weil auch wieder die Tante aus Bonn gesagt hat, mit Dienstleistung alleine ist schwierig, du musst gucken, dass du was die Ware auch dazu verkaufst. Ja. Und so sind die dazugekommen und haben dann das angefangen. Und das war 4 Jahre, bevor ich auf die Welt gekommen bin. Oh, okay. Und dadurch bin ich im Geschäft groß geworden. Wir wohnen von damals schon in der Firma, ich wohne heute immer noch oberhalb von der Firma. Und das war eine Firma, da ist man einfach mit groß geworden. Das ist schon immer mein Leben gewesen. Und auch unsere Kinder sind in der Firma groß geworden. Da gibt es ganz nette Bilder, wo das Kind im Schaufenster sitzt und noswingt, wenn man neue Schaufenster macht. Und man kennt Familie Kaufmann eigentlich nur im Laden und alle zusammen als Familienbetrieb. Ja, also das muss ich sagen, liebe Zuhörer oder Zuschauer, schaut euch mal den Homepage an, da sieht man wirklich Bilder. Ich habe es auch gesehen, wie sich das Haus entwickelt hat und noch so dieses Schwarz-Weiß-Bild, noch klein, schmal und dann das Haus größer, also mitgewachsen ist als Unternehmen. Was heißt staatlich zertifizierter Spezialist für Rücken? Also das Schöne ist, es gibt einen Verein, der heißt Aktion Gesunde Rücken e.V., und die beauftragen Fachleute und Mediziner, um Alltagsprodukte auf Rückentauglichkeit zu testen. Und da gibt es 2 Schienen. Auf der einen Seite werden Produkte zertifiziert und auf der anderen Seite werden auch Händler zertifiziert. Und wenn ein Produkt extrem anpassbar ist, muss derjenige, der es verkauft und anpasst, eben auch gewisse Grundzüge der Ergonomie und so weiter kennen und auch schon fast im medizinischen Sektor eine gewisse Ausbildung habe, dass man auch weiß, wie passe ich das richtig an und wie funktioniert das richtig. Und dadurch haben die Symbiose geschaffen, nur wenn ich mich bei der AGR, muss ich einmal im Jahr einen Fernlehrgang absolvieren und eine Prüfung machen. Und nur wenn ich die Prüfung mindestens mit Note 3 bestehe, dann werde ich wieder ein Jahr von Latoflex mit allen Produkten beliefert. Mhm. Und wenn ich mich weigere, die Prüfungen zu machen oder die eben öfters mal gar nicht bestand, dann sage ich, okay, dann ist das nicht der richtige Partner von uns, dann kann er die normalen Produkte haben, aber nicht die komplett anpassbar sind. Finde ich gut. Dadurch hat der Kunde eben die Sicherheit, dass das Produkt passt und dass aber auch das Produkt richtig angepasst ist. Genau. Weil ich mache, wenn ich angepasstes Produkt falsch anpasse, dann mache ich mehr kaputt. Wie nett. Ja, aber du bist ja auch ein, wie du sagst, ein Spezialist. Ja. Du bist ja dann förmlich von denen, sag ich mal, ausgebildet. Genau. Und dann können die auch nur mal sicher gehen, dass das auch richtig alles ausgeführt wird. Und trotzdem behaupte ich auch, es wird jedes Mal ändert sich ja was. Man lernt ja immer was dazu. Und wenn man diese Weiterbildungen ja nicht mehr hat, dann funktioniert es auch irgendwann nicht mehr. Genau. Nee, und das ist wirklich unglaublich. Und seit 4 Jahren oder 5 Jahren gibt es jetzt diese staatlich zertifizierte Lehrgänge. Das man hat relativ wenige noch, weil der deutlich umfangreicher und aufwendiger ist. Auch. Mhm. Aber da darf man jetzt den Titel Premium-Fachgeschäft für Schlafberatung führen. Und das bringt einen eben nochmal ein Stückchen näher an der Kunde ran, weil man eben doch viel genauer weiß, was gibt es denn für Probleme, wo gibt es Probleme in der Wirbelsäule, wie ist die aufgebaut, wie kann ich dagegen wirken. Wenn das Problem da ist, wie kann ich das einstellen, dass ich das wieder besser ausgleichen kann und ähnliches. Und dadurch kriegt man eben auch diese gute Quote von über 90%, dass man dann die Rückenschmerzen wegkriegt. Okay.
Dann habe ich mir noch aufgeschrieben und gelesen, was ist eine Wachstumsmatratze? Das ist ein ganz neues Konzept von Lattoflex auch. Okay. Um dem entgegenzuwirken, dass die One-Fits-All-Matratze, die gerade so überall in den Medien nach vorne gepusht wird. Mir vorbeigegangen. Ja, dass man sagt, eine Matratze passt für alle Menschen. Und das ist das, wo, wenn man sich ein bisschen in den Kopf macht, überhaupt eine Zeit hat, dass ein Mensch, der 1,50 Meter groß ist und 100 Kilo wiegt, auf der gleichen Matratze gut schläft wie eine Frau, die 1,80 Meter groß ist und 60 Kilo wiegt oder 50 Kilo wiegt. Ja. Und wenn die beide auf der gleichen Matratze gut liegen sollen, das kann gar nicht funktionieren. Und deswegen geht Lattoflex genau der andere Weg. Die sagt mal die Maximalindividualisierung. Die haben jetzt letztes Jahr eine Babymatratze rausgebracht, wo speziell für Babys bis zum Kleinkind geht. Und jetzt haben sie eine neue Serie rausgebracht für Jugendliche, Kinder und Jugendliche, die dann so von 5 bis 15 geht. Und da ist die Matratze und ein Lattenrost in einer Hülle drin, dass das ein Paket ist und das kann ich auf alles drauflegen, mehr oder weniger, kann es auf den Boden legen. Und dadurch, dass aber Flügelfederung innen drin ist, die A, sehr gut belüftet, die sehr gute Anpassung hat an den Körper und die eben mitwächst mit dem Kind. Die hat, also ich kann die Matratze hat zweierlei Seiten, eine festere und eine weichere. Und dann kann ich am Anfang, wenn das Kind wenig wiegt, lege ich die harte Seite nach unten auf den Flügelrost und die weichere Seite nach oben, dass sich das schön anpasst. Und wenn die Kinder dann älter und schwerer werden, dann kann man das Ganze rumdrehen und dann habe ich die festere Seite. Mhm. Und innen drin, das System ist aus Kunststoff und Glasfaser gemacht. Dadurch können die ohne Probleme auf den Wiegen rumhüpfen, ohne dass da irgendwas kaputt geht und können da wirklich Trampolin spielen, was ein Holzlatterrost einfach oft nicht mitgemacht hat und dann zusammengebrochen ist. Mhm. Und dadurch wächst praktisch die Matratze mit dem Mensch mit. Ja, hat jeder irgendwann mal nachgebracht. Ja, oh, na. Aber hat Spaß gemacht, da zu hüpfen. Und das kann man da jetzt eben auch, aber es geht dafür nichts kaputt. Und das ist so, wo Lattoflex versucht, den Menschen von der Geburt bis zum Sterben zu begleiten und für jeden Altersabschnitt die passende Matratze und Lattenrost liefert. Okay. Und das ist ein super Konzept, wo man wirklich so individualisieren kann, dass das für fast jeden Menschen passt. Es gibt nichts, was für alle passt, aber wo man sehr gut für fast alle Menschen anpassen kann, weil es extrem einstellbar ist. Okay. Und weg von dem großen Hype Boxspringbett, was heute alle machen. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ob das dann Boxspringbett, da bin ich sehr, sehr klar dagegen, kann man sagen. Ich bin nicht gespalten, sondern ich bin sehr klar dagegen. Wir haben jetzt im Bettenfachhandel, ist Boxspringbett fast 100 Jahre altes System. Und das wird jetzt neu gehypt, ohne dass man jetzt sich groß Gedanken macht, dass das gar keine Neuheit ist, sondern dass das eben uralt ist. Wenn ihr ein gutes Boxspringbett habt, dann passt sich das gut an, ist gut von der Belüftung und alles. Warum ich die Boxspringbetter nicht mag, sind zwei Gründe. Ich kann nachträglich nichts einstellen. Ich habe unter Box mit einem Federkern drin und Obermatratze mit einem Federkern. Den gibt es von einfach bis besser und gut. Aber der passt dann, wenn ich es richtig kaufe, dann passt er zu dem Zeitpunkt des Kaufs. Wenn ich mich jetzt aber irgendwie verändere, kann ich nichts nachjustieren. Das heißt, ich bin auf Gedeih und Verderb halt, bis ich neue kaufe. Auf das wenn ich abnehme oder zunehme. Ja, genau, oder wenn ich mal blöd gefallen bin, habe jetzt auf irgendeine Druckpunkte oder irgendwas, dann kann ich da halt nichts verändern. Ah, und das kann man mit das kann ich mit dem Lattoflex-System machen. Da kann ich jederzeit, wenn ich jetzt hingeflogen bin auf die Hüfte, dann kann ich sagen, ich nehme in der Zeit Druck aus der Hüfte raus und wenn ich es wieder gut habe, gebe ich wieder Druck rein. Aber jetzt bin ich mal wirklich mal ein bisschen zum Hinterfragen. Kann ich das dann selber machen oder muss ich dich dann anrufen, wenn ich was verändern möchte? Man kann es selber machen. Weil ich bin ja nicht geschult. Ja, also einfache Sachen kann man selber machen. Wobei ich sage immer, entweder rufe mich an, ich komme vorbei, gar kein Problem. Oder ihr kommt in der Lade zu mir und erzeuge euch, wo ihr was verstellen könnt, das geht auch. Aber mir ist eigentlich lieber, ich gehe vorbei und stelle das bei den Leuten ein. Mhm. Weil dann weiß ich, dass es passt und dann ist es auch richtig gemacht. Ja. Und das ist so mir am liebsten einfach noch. Das ist ja eine riesen Serviceleistung, was ihr da bietet. Ihr bietet ja, dass wir das nochmal zusammenfassen, den Kunden an zum Probe liegen, also ihr kann es mit nach Hause nehmen oder ihr liefert es mit nach Hause, stellt alles ein, ihr geht nochmal raus zum Nachjustieren, wenn er sagt, er fühlt sich nicht wohl. Und wenn dann, wenn ich es richtig vor mir alles noch gemerkt habe, er kann es euch auch zurückgeben. Ja.
Also ist es ganz ehrlich, wie oft ist es schon passiert? Also die Rückgabe sind relativ selten, weil man selber viel einstellen kann. Okay. Aber es kommt vor. Es kommt vor, ehrlich? Weil die Leute, es gibt verschiedenste Gründe, warum jemand auch mal nicht damit klarkommt. Mhm. Es kann sein, der hat psychisch einfach Probleme, wo er sagt, das System ist dann doch nicht das, was ich mir vorgestellt habe und fühlt sich einfach nicht wohl drauf. Mhm. Da spielt so viel beim Schlaf mit rein, dass es nicht nur ein Produkt ist, sondern wenn die Psyche sagt, ich schlafe da nicht gut drauf, dann kann das Produkt nur so gut sein, dann werde ich da nicht gut drauf schlafen. Und deswegen sage mir einfach zum Kunden, du hast die Sicherheit, du musst das Ding nicht kaufen und dann bist du verlassen von uns, sondern wir sind da, bis wir eine Einstellung gefunden haben, dass du perfekt liegst und wenn es nicht funktioniert, nehmen wir das Ding zurück und fertig. Mhm. Und ich sage, die meisten kriegen wir hin und die Rückläufe sind ein paar Prozent, wenn es hochkommt. Welche Umkreis liefert ihr? Also in der Regel, unser Hauptumkreis sind so 20, 30 Kilometer. Okay. Aber wir fahren Bellatoflex auch mal weiter. Also da kommt es auch vor, wie gesagt, dass wir mal Ulm, Stuttgart, also 50 oder sogar 100 Kilometer fahren. Okay. Aber das ist auch nicht das tägliche Brot, das ist auch eher mal die Ausnahme. Aber wenn man da dann hinfahren muss, zum was einstellen, ist das natürlich ein bisschen mehr Aufwand. Aber das machen wir auch noch, verknüpft man es halt mal am Wochenende mit einer Ausfahrt oder sonst was und fährt halt dann am Samstag oder Sonntag mal nach. Aber deswegen, irgendwie kriegt man das immer geregelt. Okay, kommen wir zu eurem nächsten Standbein. Schrankwände nach Maß. Ja, da sind wir wie die Mutter zum Kind gekommen, muss man sagen. Wir haben eine Baustelle gehabt in Hessen oben bei Hanau und haben da einen Boden gelegt, auch über Bekannte. Und dann sind wir auf der Autobahn im Stau gestanden und hinter uns fuhr der Außendienst von dem Schrankhersteller. Okay. Und der stand dann hinter uns im Sprinter und hat dann so die Latte gelesen, was mir so alles macht. Und hat dann, während wir im Stau gestanden sind, Telefonnummer gewählt, wo der drauf stand. Echt? Ich saß im Auto und hat er daheim bei meiner Frau angerufen. Okay. Und hat gesagt, hallo, ihr habt da gelesen, was ihr alles macht. Ihr braucht jetzt noch Schrankwände, das wird euch gut dazu passen. Wow. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, soll halt mal vorbeikommen, dann gucken wir uns das an. Und das hat einen guten Eindruck gemacht und dann haben wir halt so Schrankstudio noch mit aufgebaut und da kann man dann jeden Schrank, egal ob in Dachschräge oder gerade Schränke, haben wir ein Planungssystem, wo man am Computer das Ganze planen kann. Also habt ihr einen Konfigurator? Genau, okay. Und das wird auf Maß geplant, dann schwätzen wir mit dem Kunden ab, was kann man für Innereinrichtungen reinmachen, was brauchst du an Schublade, was brauchst du an Hängesysteme, kommst du oben bis rauf oder muss man einen Kleiderlift machen, zum Runtermachen und das Schöne ist, was mir an dem System gut gefällt, das Innenleben ist getrennt vom Türsystem. Das heißt, ich kann am Innenleben alles machen und dann kommt der Türsystem davor, Schiebetürsystem, wo von der Decke bis auf den Boden geht. Das heißt, ich habe nicht irgendwelche Ecken, wo oben übrig bleibt oder sonst irgendwas, sondern ich habe ein wunderbar geschlossenes System dahinter. Und was wir auch schon öfters gemacht haben, dass die Leute gesagt haben, ah, mein Schrank passt mir eigentlich von der Einteilung, aber der sieht halt nicht mehr schön aus. Dann hat man nur die Türe vom alten Schrank weggebaut und hat ihn standen lassen und hat davor ein Schiebetürsystem gesetzt. Dann sah das optisch super aus und ich habe dahinter meinen alten Schrank gehabt, den ich dann halt trotzdem noch benutzen konnte für das Kleidermeilegen. Okay. Also, dass ihr das dann zusammenfasst, das heißt, ihr habt einen Konfigurator. Ihr könnt dann mit dem Kunden komplett den Einbauschrank machen oder den Schrankwand machen. Und, aber ihr schreinert nicht selber. Nee, der Lieferant, also diese Datei, die ich da erstelle, in diesem 3D-Konfigurator, die schicke ich dann an den Hersteller und der fertigt das auf seine CNC-Maschine und schickt mir das dann fertig auf Maß zu und ich passe das vor Ort dann nur noch ein. Okay, okay. Und bis jetzt hat auch immer alles wunderbar gepasst. Ha, man hat sich schon einmal vermessen, so ist das nicht. Es kommt, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Also es kommt dann schon einmal vor, dass man sich irgendwo mal vermessen. Sehr schön. Wieder sehr ehrlich, ja. Ja, ja, aber vom Schreiner her hat aber alles gepasst. Wenn, dann habt ihr euch dann vom Essen. Ja. Aber von da ist doch super. Also das Schöne ist, aus dem Programm raus sind es schon die Rohdaten für die Fertigung. Das heißt, das, was ich dort zeichne, das geht bei denen direkt in die CNC-Maschine rein. Okay. Und wenn ich richtig gemessen habe, dann kommt es auch richtig bei denen hinter wieder raus. Ja. Habe ich dann auch verschiedene Dekormöglichkeiten? Ohne von hell, dunkel, alles. Also da gibt es zigtausende. Gibt es auch dann Qualitätsunterschiede? Kann ich auch holzmäßig werden? Vollholz, Spanholz oder was auch immer? Also
Massivholz haben sie irgendwann aus dem Programm genommen, weil sich das dann doch im Laufe der Zeit verzogen hat. Okay. Aber ich kann im Türsystem von lackiertem Glas, Milchglas, Spiegelglas, Mattglas mit Ätzungen, geätzte Muster drinnen, bis hin zu Melaminoberfläche. Ich kann auch nur Rohplatte nehmen und kann es mit der gleichen Tapete tapezieren, wie ich den Raum tapeziert habe. Ich kann Stoffbespannungen drauf machen auf die Tür. Also ich bin wirklich, kann alles machen, was ich will. Also wer weiß, dann komme ich vielleicht sogar auf dich zu für unseren Neubau. Ja. Also, dass wir da ein paar spezielle Sachen haben. Kein Problem. Und dann kannst du uns dann den ganzen Showroom oder was auch immer, wie auch immer. Also wir haben auch im Firmenbereich haben wir auch schon so Trenntüren gemacht, wo man das einfach als Raumteilersysteme reinmachen kann oder ähnliches. Das funktioniert auch wunderbar. Also da lässt sich alles konfigurieren machen. Hört sich alles sehr gut an. Steht jetzt glaube ich, weil uns die Zeit davon läuft, glaube ich, geschäftlich mal Punkte machen. Ja. Außer du sagst, eins will ich unbedingt noch erzählen. Gibt es noch irgendetwas, wo du sagst, geschäftlich? Ansonsten würde ich gerne rüber switchen, gleich ins Private. Genau. Also eins unserer Hauptstandbeine noch ist, ist eigentlich so die Komplettrenovierung. Und richtig. Das ist was, wo wir dem Kunde anbieten können. Wir machen dir in der Renovierung alles. Wir räumen deine Schränke aus. Wir machen die Möbel aus dem Zimmer raus. Ja. Wir legen Boden, egal was du willst. Wir machen die Wände neu. Wir machen die Decke neu. Wir machen auch Akustikspanndecken, wo man raumakustische Verbesserungen reinmachen kann. Wir machen auch eure Wandbilder, die Lavona. Systeme, dass man Akustik verbessern kann und ähnliches. Und da wirklich ein Paket, wo man sagt, einmal Wohnzimmer neu und da können wir so viel neu machen oder das alte behalten, auch mit Möbeln neu. Wir machen auch neue Sofas, wir machen neue Schränke rein. Dann können wir aber auch die alten abbauen und wieder aufbauen, bis hin zur Endreinigung und alles wieder einräumen und das auch, wenn der Kunde im Urlaub ist. Wollte ich gerade sagen, ganz stark finde ich, dass das so ein Vertrauen da ist, euch, dass er sogar die Schlüssel hinterlässt und sagt, hier, wir sind mal 14 Tage auf Malle, mach mal bitte fertig, Rainer. Also da gibt es ganz witzige Geschichten. Erzähl mal eins, wo wir auch bei den Kunden waren und haben, die wollten eigentlich nur tapeziert haben im Wohnzimmer. Und dann gesagt, oh, ist aber blöd und da können wir ja dann nicht rein und dann nicht wohnen. Und dann hat sich ergeben, nehmen wir mal doch noch ein neues Parkett auch noch mit rein. Und dann habe ich gesagt, ja, dann machen wir es halt, wenn ihr im Urlaub sind. Wie im Urlaub? Das sind wir ja, tut mir ja gar nichts mit und so. Und dann sage ich, ja genau. Das ist das Schöne. Und na, irgendwann haben wir gesagt, na gut, dann machen wir das. Wir gehen in 3 Wochen, kriegen wir das so schnell hin. Ich sage, ja, das packen wir. Und dann sind die in Urlaub gegangen. Man muss natürlich etwas mehr vorbesprechen, dass wirklich alles 100% klar ist, wie es sein soll. Und dann kamen sie zurück, Freitagabend kamen sie aus dem Urlaub zurück, Samstagmorgen 8:30, Ladentür geht auf, Kundin kommt rein, Herr Kaufmann. Ich war im Urlaub, ich habe keine Ruhe gehabt. Daheim war Renovierung und ich wusste nicht, was da abgeht. Und mir war total hippelig. Und ich habe mir geschworen, nie wieder mache ich das, nie wieder. Und dann sind wir gestern Abend heimgekommen und sind dann reingelaufen. Und es war alles so toll und sauber und fertig. Also da kommen wir wieder in Urlaub, da machen wir das nächste Zimmer. Und, sehr, tolles Kompliment. Ja, und das ist was, wo zwar nicht oft angenommen wird, aber die Leute, die es mal ausprobiert haben, die sind hellauf begeistert. Ja, ich meine, ich muss sagen, also ich kenne auch niemanden, der das schon mal machen lassen hat. Wenn, dann kenne ich es nur aus dem Fernsehen. In Amerika ist es ja so eher üblich. Man geht in Urlaub, man kommt zurück und ist alles renoviert. Aber wirklich eine riesen Vertrauensgeschichte ist das Ganze. Man muss nicht uns sehen. Und ich glaube, ich wäre auch, ich wäre auch sehr nervös. Ja, ich mit Sicherheit auch. Aber man muss uns sehen, unsere Firma gibt es seit 1965. Und wir sind immer ein kleiner Ort und jeder kennt jeden. Das heißt, da ist die Sicherheit, wenn wir irgendwas machen, der in der Wohnung, wo nicht reell wäre, dann wären wir so schnell weg vom Fenster. Das meine ich gar nicht, Rainer, sondern einfach legen die auch diesen Parkett, den ich will. Ja. Passt es auch alles so? Ja. Wenn ich ja vor Ort bin, dann kann ich ja doch mal gut, Herr Kaufmann, mir gefällt die Tapete doch nicht. Mhm. Könnten wir schnell aufhören? Oder ja, ich weiß, ich habe gesagt, weiß streichen. Könnten wir es doch hellrosa oder was auch immer, oder dunkelblau machen oder so. Nee, da, gesagt, die Vorbesprechung muss ein bisschen intensiver sehr, sein. Sehr, glaube ich, intensiv sein. Macht ihr dann wirklich nur Vorbesprechung oder könnt ihr da auch mit einem Konfigurator schaffen, wo ihr sagt, guck mal, so könnte dein Raum aussehen? Das gibt's auch, wobei man das sehr wenig macht, weil es sieht auf dem Computer immer anders aus wie im Original und man verzettelt sich da. Na guck mal, machen wir doch mal nur den Ton und jenen. Und letztendlich haben wir das Glück, dass der Kunde uns eigentlich schon vertraut, dass wir einfach die Erfahrung haben, was ist gut, was ist richtig und den Kunde zu dem Produkt führen,
nicht immer unbedingt das, was er will, aber eher zu dem, was er braucht. Mhm. Und das ist manchmal auch nicht einfach zum Kunde zu sagen, ich kann dir das schon machen, was du hier willst, aber ich würde es dir nicht empfehlen und mach doch lieber was anderes. Mhm. Und die meisten, sage ich mal, vertraut einem dann auch und sagen, ja, okay, du hast die Erfahrung, wir machen dann auch so, wie du es haben möchtest. Aber manche sagen, nö, wie will das so haben? Dann macht man das natürlich auch so. Mhm. Aber das ist einfach das, wo man im Gespräch einfach klären muss, wo will der Kunde hin, was braucht er? Und ich sage ja, wir machen sehr viel Bedarfsanalyse beim Kunde. Was ist wirklich das Richtige? Was braucht er? Und nicht bloß, was will der, sondern wirklich, was braucht er? Und dann kommt teilweise was ganz anderes noch heraus, wo aber der Kunde noch viel glücklicher ist, weil das viel besser zu ihm passt. Ja, 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 ja. Und das sind manchmal Kleinigkeiten, dass man sagt, du, wenn man das macht, aber ich würde das Sofa nicht mehr da hinstellen, wo du es hattest, sondern stell es doch schräg oder einen Meter weiter rüber oder an die Wand. Und das ist das, wo man einfach das gesamtheitlich betrachtet, wo man aus der Erfahrung heraus viel mehr bewirken kann, wie dass man jetzt sagt, ich mache jetzt nur mal irgendwas Neues dazu rein oder so. Mhm. Okay, lass uns da einen Punkt hinbringen. Lass uns mal den Rainer Kaufmann etwas näher kennenlernen, privat. Da muss ich meinen Zettel hier drehen. Du bist ja ehrenamtlicher, beneidig, sehr, sehr viel. Und ich muss es ablesen, das ist zu viel. Du bist Vorstandsmitglied im Ars Cantus, wenn ich es richtig ausspreche. Das ist der Kirchenchor von St. Peter und Paul Oberkirchen. Oberkirchen, ja. Wieso sage ich immer Kirchen? Jetzt kommt's, weil du auch im Kirchenchor, genau. Kirchenchor bist. Du bist Tenor, Solosänger in den Kirchen Oberkochen. Ja. Dann Verwaltungsrat in der Realgenossenschaft Oberkochen. Ja. Dann bist du in der Gemeinderat in Oberkochen. Fraktionsvorsitzender der CDU Oberkochen. Im Gemeinderat und Stellvertreter als Bürgermeister. Also vom Bürgermeister aus. Mitglied des Vorstandes der Gewerbe- und Handelsverein Oberkochen. Ja. Und Ding in der RV-Gruppe Nummer 1 bist du auch noch Sprecher beim Südbund. Ja. Wie hat man denn so viel Zeit, lieber Rainer? Indem ich das Glück habe, dass ich wenig Schlaf brauche und viel nachts machen kann. Also ich schlafe auch zwar sehr wenig Hirne dann, aber, ja. Aber ich liege im Bett. Ja. Nee, also vor Ölse kann ich eigentlich nie ins Bett. Und brauche Gott sei Dank wenig Schlaf. Ich bin ja dann der Schlafprofi. Ich weiß dann auch, wann ich wie viel Schlaf brauche und wie ich das vielleicht ein wenig abkürzen kann. Okay. Und dadurch, es gibt genetisch bedingt Eulen und Lerchen beim Schlafen. Die Eule braucht sehr viel Schlaf und die Lerche sehr wenig. Und ich bin eine ziemlich extreme Eule. Also ich komme mit 5-6 Stunden Schlaf locker aus. Okay. Dauerhaft. Und es macht mir einfach Spaß, die Ehrenämter, muss man sagen. Es ist teilweise schon ein bisschen viel und meine Frau sagt aus, wäre schön, wenn ich die mal wieder sehe, Dad. Aber ja. Also das war, Entschuldigung, meine erste Gedanke. Hat der Mann auch Familienleben? Ja, also habe Frau und 2 Kinder, die inzwischen auch schon 18 und äußerst 20 alt sind und die nicht mehr ganz so viel Betreuung brauchen wie früher, wo ich dann auch ein bisschen mehr Zeit habe, mich den Ehrenämter zu widmen. Aber es ist manchmal auch viel. Es gibt Phasen, wo es sehr viel ist. Mhm. Es gibt Phasen, wo es auch mal ein bisschen ruhiger ist. Aber langweilig wird es uns nie. Gut, das Schöne ist, finde ich, und das ist ein Riesenkompliment, die Leute, die hinter dir sind. Ja. Ob das deine Kinder oder deine ganze Familie, ja. Frau, aber auch deine Mitarbeiter. Ja. Die halten dir ja den Rücken frei, weil ja, dann musst du dich auch gewisse gerne. Sachen ja vorbereiten, ja. Oder dabei sein, musst auch hingehen und dann muss ja dein Geschäft oder auch das Private, ja. Trotzdem laufen. Ja. Und so, sag ich mal, also ich habe schon gedacht, ich mache viel mit meinem Podcast, mit meinen Schulungen, mit alles drum und dran, Messen. Und da bin ich auch froh, dass ich so eine Frau habe, die mir den Rücken frei hält. Aber das ist dann schon enorm, dass man da, wo ich das gelesen habe, das ist ja unglaublich. Ja. Deswegen habe ich dir, glaube ich, auch geschrieben, wow, ja. Ich war sprachlos, hat er gesagt. Und ja, also es ist einfach schön, also ohne das, dass man einen starken Hinterhalt hat, funktioniert es gar nicht. Also ohne eine Frau, die einen da unterstützt und die dann der Laden schmeißt, mehr oder weniger, und guckt, dass die Mitarbeiter und das alles mir abnehmen, dass ich da auch das machen kann,
wird es überhaupt nicht funktionieren. Ich muss ja sagen, danke, dass du auch noch zur Zeit für den Podcast gefunden hast. Ja, ich sage, es ist ja eh so, die Leute, die viel machen, die können da immer noch mehr machen. Und die Leute, die wenig machen, die haben Zeit für gar nichts oft. Aber ich glaube, das ist trotzdem alles ein tolles Zeitmanagement. Ja. Du musst das ja alles wirklich organisieren, dein Kalender, alles muss dann kurzfristig abgesteckt sein. Also da muss ich sagen, da habe ich das Glück, dass wir inzwischen ein sehr gutes System in der Firma haben, sehr gute Software, wo mein alter Raumausstatter, Ausbilder in der Meisterschule, der Lehrer, wo der die Meisterschule geschmissen hat, der hat irgendwann gesagt, so, ich mache jetzt Software für Raumausstatter, hat dann irgendwann den Lehrerjob an den Nagel gehängt und hat nur noch Software gemacht. Und der hat es eben genau auf den Raumausstatter zugeschnitten. Und da profitiere ich mir extrem davon. Mhm. Also das spart mir extrem viele Stunden ein, die ich früher nachts im Büro verbracht habe und wo ich heute über das System viel einsparen und das gar nicht mehr brauche, weil das sofort im System drin ist und das die ganze Arbeitsvorgänge erleichtert. Mhm. Und dadurch hat man dann auch ein bisschen mehr Zeit für anderes. Aber wie gesagt, manchmal ist schon auch viel. Ja, aber das ist schon, wie du sagst, das ist dann schon Ersparnis. Also das vergleiche ich auch mit unserem Junior, der uns auch diverse Softwareprogramme auf uns genau zugeschnitten dann schreiben tut, wo wir dann halt einfach die Aufträge viel, viel einfacher erfassen. Auch, sage ich jetzt mal, vorsichtig, wird auch nichts vergessen. Natürlich sind wir Menschen, mit dem auch mal was nicht ein. Gibt es Möglichkeiten, weil wir es nicht wissen, also, dass du weiterklickst. Normalerweise ist da eine Sperre drin. Wenn das alles auf dich zugeschnitten ist oder auf dein Unternehmen, dann passt es. Und trotzdem hast du auch noch Zeit, privat was zu machen. Ja. Du bist ja ab und zu mal durch Allgäu, das mal braucht Tiere, man, zum Abschalten. Also für mich ist Allgäu auf dem Berg auflaufen und oben vom Gipfel runter gucken, da tanke ich Energie und Kraft und das ist für mich so die Entspannung und da hole ich viel raus, viel Kraft und viel Demut auch. Wie oft machst du das? Leider viel zu wenig. Der Plan ist eigentlich, dass man wenigstens einmal im Monat ins Allgäu kommt und da irgendwo hinkommt, aber meistens ist es bloß alle 3-4 Monate, wo man das schafft. Okay. Ah, ihr habt schöne Bilder gesehen von dir mit Kühe. Tiere ist absolut meins. Also vor allem Kühe sind meine absolute Lieblingstiere. Okay. Und zudem habe ich auch irgendwie einen Draht. Also Kühe mögen mich auch anscheinend. Also ich kann auch. Wieso? Hast du ein Erlebnis gehabt, oder? Ja, also dadurch, dass wir schon von Kind auf immer im Allgäu waren, kenne ich da sehr viele Leute, kenne auch sehr viele Hütterwirte und die Leute von da einfach. Und wir sind sehr viel auf der Alp, also auf den Alpen oben unterwegs und man merkt dann auch bei den Kühen, was für ein Bauer die daheim haben. Okay. Also man merkt, wenn man auf eine Kuh zugeht, kann ich dir sagen, ob die einen Namen hat oder nicht oder ob die eine Nummer hat. Weil die einen Namen haben, die sind eher neugierig und sind Menschen eher gewohnt und kommen zu den Menschen eher her. Und die in die große Stalle standen und Nummer haben, das sind die, wo eher Angst haben vor den Menschen. Ja, ja, ja. Und man merkt dann sofort, wenn eine Kuh eine Ruhe in sich hat, die ich, glaube ich, auch habe, dann versteht man sich sozusagen und dann kommen die auch her und lässt sich auch streicheln. Ja, manchmal bin ich auch ein blöds Rindvieh. Ja, aber im Positiven, wenn du sagst, dadurch passt dann die Chemie. Und das ist was, wo ich liebend gern mache. Also wenn wir auf den Berg unterwegs sind und Kies sind, dann habe ich mindestens 2-3 Jahre gestreichelt noch. Sehr schön, sehr schön. Wow, uns läuft die Zeit davon. Jetzt muss ich schon der nächste Step. Du beschäftigst dich auch noch mit Ernährung. Ja. Habe ich gelesen. Ja, wobei das ist nur ein Randbereich. Okay. Da habe ich Gott sei Dank letztes Jahr was gefunden. Da habe ich durch das, dass ich eben viel mache, hat man wenig Zeit für Sport und da irgendwie, dass man seine Kilos hält. Wandern tue ich zwar gern und viel, aber das bringt auch nicht wirklich was, wenn man danach auf die Tüte hockt und dann wieder Bier trinkt. Aber schön ist es. Ein schöner Schlafplan oder irgendwas dazu, gell? Naja. Aber da habe ich letztes Jahr bin ich vom Skiurlaub heimgekommen und habe einfach ein Gewicht gehabt, wo ich gesagt habe, jetzt bin ich bei dreistellig gelandet, das kann nicht sein. Und dann habe ich über einen Bekannten ein Ernährungskonzept gefunden, wo man viel essen darf und trotzdem sein Gewicht einigermaßen im Griff hat. Und das hat gut funktioniert, aber das hat jetzt für mich privat, sage ich mal, aber das ist jetzt nichts, wo ich jetzt groß Konzepte gelernt habe oder so. Okay. Also das ist nur im Endeffekt für mich privat habe ich da was gefunden, wo funktioniert und das war ganz gut. Sehr schön.
Boah, ich könnte noch eine Weile mit dir, aber ja, ich muss irgendwann mal, sag ja, Cut machen, so sagen wir ja, stundenlang. Genau. Sehr, sehr schön, sehr angenehm mit dir, sich zu unterhalten. Jetzt kommen noch meine 5 Kennenlernfragen, wie immer. Mhm. Ich glaube, das erste kann ich mir schon sparen. Beim ersten habe ich, an welchem Ort hältst du dich am liebsten auf? Meer oder Berg? Ja, ganz klar Berg. Zweites, Song oder Band, die du gerne hörst? Also, das ist jemand, wo man vielleicht nicht so kennt, nicht so der Mainstream, wobei alles auch im Endeffekt, aber was mir sehr gut gefällt, ist der Bodo Wartke. Das ist ein Klavierkabarettist, okay, der mit Klavier und Stimme unwahrscheinlich witzige und tiefsinnige Lieder macht, mit tolle Alliterationen aneinander hängt und ähnliches. Also sucht mal auf YouTube oder so Bodo Wartke. Bodo Wartke, okay. Unglaublich nett, witzige Lieder, auch ganz tiefsinnige Lieder, also quer durch, aber hat seinen ganz eigenen Witz. Bist du ein Gefühls- oder ein Kopfmensch? 99% Gefühlsmensch. ja, ich mache sehr viele Entscheidungen aus dem Bauch raus, die nicht immer gut sind, aber ich bin extrem positiv. Also ich sehe in jedem Menschen und auch in jeder Tätigkeit eigentlich das Positive und fall da manchmal auch massiv auf die Schnauze damit, aber in Summe, sage ich mal, fahre ich öfters gut wie schlecht. Und deswegen lasse ich mir das auch nicht nehmen und sage, mein Gefühl trügt mich nicht so oft. Mhm. Das kommt auch mal vor, aber von dem her Gefühlsmensch. Ja, so, ich sage einmal, ich sehe immer das Gute im Menschen. Ja. Ja. Gibst du dein Geld lieber für materielle Dinge oder für Erlebnisse aus? Beides. Ja. Weil, also, ich bin schon auch so der Technik-Junkie. Wer mich näher kennt, weiß das, dass ich schon gern die neuen Produkte der Technik habe. Aber nur, wenn sie mir auch helfen, mein Leben zu erleichtern. Mhm. Also ich nutze die dann auch sehr intensiv und habe dann aber auch Vorteile daraus, dass ich die eben nutze. Und ansonsten Erlebnisse mache ich auch gern, aber das sind viele Erlebnisse, die nicht unbedingt Geld kosten müssen. Mhm. Sondern ich habe lieber Erlebnisse mit Menschen. Da sitze ich dann auch im Allgäu auf der Alpen auf und hocke da 5 Stunden mit dem Hüttenwirt zusammen. Das ist mir viel mehr wert, wie wenn ich da jetzt irgendwo auf Malediven fliege oder sonst irgendwas. Das brauche ich eigentlich nicht. Mhm. Ich sage, das ist auch sicherlich auch mal nett, aber mir ist lieber, ich kommuniziere mit den Menschen und Ähnlichem, wie das jetzt da. Ja. Deswegen halt Podcast. Genau. Da unterhält man sich, man tauscht sich aus, ja, man lernt sich kennen, man lernt den Menschen rein und kauft man ein bisschen auch was von mir. Ja. Alles, und das macht dann viel mehr Spaß, da gebe ich dir recht. Da denke ich manchmal in meiner Jugendzeit zusammen, schön Lagerfeuer, Quetsche oder genau, was auch immer. Ja. Macht herrlich Spaß. Einer, wir sind schon am Ende. Herzlichen Dank nochmals, dass du hier warst. Gerne. Wünsche dir, danke, wünsche dir und deine Familie, dein Team alles Gute. Wer weiß, vielleicht kommst du ja nochmal. Euch, liebe Zuhörer, Zuschauer, bedanke mich, dass ihr die Zeit genommen habt für uns beide. Und ja, 14 Tage kommt dann das nächste Podcast. Wir sind jetzt wieder am Laufenden. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, gebt uns einen Daumen, kommentiert uns. Ich freue mich wieder, immer wieder über Kommentare oder auch, wenn es nur E-Mails sind oder WhatsApp, kriege ich immer wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, ihr gute Heimfahrt, wobei wir gehen noch ein bisschen fort. Ja. Und Dankeschön, dass ihr die Zeit genommen habt nochmals. Tschüss, ade miteinander. Ciao, vielen Dank für die Einladung. Danke.